Guten Abend, good evening and herzlich willkommen hier in die Foreign Affairs Festival für diese Lesung von Hans-Dietz Lehmann. Ich glaube, für mich als künstlerische Leiter von dieser Foreign Affairs, ich bin unglaublich froh, dass es Hans-Dietz Lehmann ist, die diese Lesung macht, weil ich habe immer das Gefühl gehabt, wir sitzen so auf die gleiche Wellenebene. Sagt man das in Deutsch? Und deswegen finde ich es eine perfekte Match hier. Ich danke herzlich die Heinrich-Böll-Stiftung, Mr. Römer für diese Organisation. Es war eine sehr angenehme Zusammenarbeit. Und ich heiße auch herzlich willkommen die Studenten von der Akademie von Foreign Affairs, from Student Affairs. Und ich hoffe, dass Sie mit dieser Lesung eine echt schöne Entrée en matière, a real good start habe für Ihre Zeit hier in Berlin. Und ich gebe gerne jetzt das Wort an Ralf Fuchs, der Vorstandsmitglied von der Heinrich-Böll-Stiftung. Schönen Abend wünsche ich Ihnen. Ah, noch ein Ding praktisch. Um 20.30 Uhr fängt im Großes Haus die Vorstellung von F.C. Bergmann an. Es gibt noch Karten und verpasse es nicht. Es war gestern echt ein unglaublich schöner Abend und heute spielen die zum letzten Mal. Und das heißt, dass wir hier um 8.20 Uhr aufhalten müssen, weil dann schnell in das Theater zu gehen. Schönen Abend. Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Frieleisen, lieber Herr Professor Lehmann, liebe Studierende der Akademie, ich habe die Ehre und das Vergnügen, eine kurze Einführung sozusagen als Warming-up für Professor Hans-Dietz Lehmann hier zu geben, der an dieser Stelle vermutlich keiner vertiefenden Vorstellung bedarf, schon gar nicht vor diesem Publikum. Es sei lediglich angemerkt, dass seine lebenslange Auseinandersetzung mit Bertolt Brecht und Heiner Müller und mit der dramatischen Form der Tragödie auch als Grundstoff für den heutigen Vortrag dient. Schon die klassischen griechischen Tragödien waren ja Versuchsanordnungen, in denen die herrschende Machtordnung in Frage gestellt wurde. Die diesjährige Berlin-Biennale setzte auf ihrer Programmzeitschrift in großen Buchstaben die Worte Act for Art, Forget Fear. Es geht um Grenzüberschreitungen, Tabubrüche und Medienskandale. Ein Ruf, der auch der künstlerischen Arbeit des Kurators Arthur Smigiewski vorauseilt. Und für Gabi Horn, die Direktorin der Kunstwerke, ist die vorbehaltlose Forderung nach der gesellschaftlichen Wirkung künstlerischer Arbeit eine Attacke auf das Konzept einer autonomen Kunst bei gleichzeitiger Inanspruchnahme ihres geschützten Raums. Mit anderen Worten, Kunst als politische Intervention, die sich zugleich auf den Freiraum der Kunst beruft. Dazu weiter Frau Horn. Avantgardistische und kritische künstlerische Praktiken sind in der Regel von Provokation und Polarisierung gekennzeichnet, jedoch unter dem Aspekt der Freiheit der Kunst für jede Institution ausstellbar. Dort sitzt man dann mit dem Champagnerglas in der Hand, neben Jenny Holzers Schreckensbotschaften über die Vergewaltigungen im Bosnienkrieg und fragt sich zu Recht, ist das vielleicht eine Seifenblase, in der wir uns da bewegen? Zitat Ende. Gute Frage und ein altes Thema. Wie denken wir das politisch in der Kunst? Als Vermittlung felsenfester Gewissheiten und klarer Feindbilder oder eher als Medium zögernder Selbstreflexion
um eine schöne Formulierung Hans-Thies Lehmanns aufzugreifen. Es gibt fast immer gute Gründe für Empörung und Protest, ob auf der Bühne oder auf der Straße. Aber angesichts der dramatischen Umbrüche, mit denen wir in der Welt konfrontiert sind, braucht es ebenso sehr Räume für eine tastende, reflexive Erforschung der Wirklichkeit. Wir machen uns selbst etwas vor, wenn wir glauben, die aktuellen Umbrüche mit der Sprache und den politischen Rezepten von gestern zu erfassen. Welchen Reim machen wir uns zum Beispiel darauf, wenn in der Athener Innenstadt für die längst überfällige Stippvisite der deutschen Kanzlerin in einen Hochsicherheitstrakt verwandelt wird? Was sagen uns diese Bilder über den Stand der europäischen Dinge? Und welche Antwort fällt uns auf das Auseinanderdriften Europas, auf das Hochkochen nationaler Ressentiments ein, außer der immer richtigen, aber hilflosen Beschwörung europäischer Solidarität? Ich will ja nicht die lange Reihe ineinander verschlungener Krisen durchgehen, die gegenwärtig die alte Weltordnung erschüttern, von der anhaltenden Bedrohung, die von den labilen Finanzmärkten ausgeht, bis zur Klima- und Ressourcenkrise, die in der öffentlichen Aufmerksamkeit fast schon wieder verblasst ist. Andere aktuelle Umwälzungen absorbieren das knappe Gut Aufmerksamkeit. Wir sind Beobachter eines tektonischen Bebens in der arabisch-islamischen Welt, hingerissen zwischen Hoffnungen und Befürchtungen. Wir schauen von Ferne zu, wie Syrien scheinbar unaufhaltsam in einen blutigen Bürgerkrieg versinkt, hoffentlich nicht teilnahmslos, aber allemal hilflos. In dieser Zone des Ungewissen bewegen sich auch Aktivistinnen und Künstlerinnen. Es ist schon viel, wenn es gelingt, die schleichende Abstumpfung zu durchbrechen, die eine Gleichzeitigkeit verwirrender Krisen erzeugt. Scheinbar Selbstverständliches in Frage zu stellen und einen Impuls zu setzen, der jenseits der Theater und Museen fortwirkt. Nicht nur in Kairo oder Tunis, auch in vielen europäischen Ländern, in Spanien oder Georgien, arbeiten Künstler und politische Aktivisten Hand in Hand. Und manchmal verschmelzen beide Rollen, beide Existenzen in eins. Empörung und Engagement, lange verpönt im Zeitalter des Postheroischen, kehren zurück. Mit den Möglichkeiten digitaler Medien ist eine neue Gegenöffentlichkeit entstanden, die zum Ausgangspunkt für konkrete Aktionen wird. Während eines Kongresses im Juni dieses Jahres in der Heinrich-Böll-Stiftung sprachen wir mit einer jungen ägyptischen Bloggerin, die täglich auf dem Tahrirplatz ihre Erlebnisse und die ihrer Freunde aufzeichnete, um sie wenige Tage später dramatisiert auf die Bühne zu bringen. So entstand eine eigene künstlerische Sprache, die erlebte Wirklichkeit reflektierte und damit auf sie zurückwirkte, immer mit dem Risiko, zensiert oder verhaftet zu werden, immer in der Spannung zwischen politischer und künstlerischer Praxis, die ausgehalten werden muss. Die zurückgelehnte Zuschauerposition, der rein beobachtende Blick genügt vielen nicht mehr. Die neuen gesellschaftlichen Bewegungen suchen die Kunst als Mitdenker und Verstärker. Von der Reflexion zur Aktion, von Stefan Hessels Empört euch bis zu Pussy Riot in der Moskauer Erlöserkirche. Das wirft die alte Frage neu auf, kann Kunst Wirklichkeit verändern? Zumindest kann sie das Denken, die Empfindungen, die Sichtweisen von Menschen beeinflussen, also den Denk- und Gefühlsraum, aus dem politisches Handeln entsteht. Eine interessante Frage am Rande ist die Finanzierungsbasis solcher Art gesellschaftskritischer, auf Veränderung zielender Kunst. Auch sie braucht das Geld des Kunstmarkts oder der öffentlichen Hand, also jener Institutionen, mit denen sie mehr oder weniger radikal ins Gericht geht. Das Paradox lautet, dass auch interventionistische Kunst auf private oder öffentliche Geldgeber angewiesen ist. Man kann das als Zeichen ihrer politischen Irrelevanz lesen. Man kann es aber auch als Rückkopplungsschleife eines selbstreflexiven Systems deuten, das sich Freiräume radikaler Kritik leistet.
Der Kapitalismus in seiner demokratischen Form hat den Sozialismus auch deshalb überlebt, weil er Opposition zugelassen und in Innovation verwandelt hat, während aufsässige Künstler im Osten mindestens mit einem Bein im Lager standen und immer noch stehen. Die chinesischen Dissidenten suchen Asyl im Westen, nicht umgekehrt. Wenn wir etwas von ihnen lernen können, dann ihren unbedingten Sinn für Freiheit. Das war auch der Geist, von dem sich Heinrich Böll, der Namenspatron unserer Stiftung, leiten ließ, der ein Rückhalt für verfolgte Künstlerinnen und Künstler in aller Welt war und leidenschaftlich für die Freiheit der Kunst stritt. Dieses Erbe versuchen wir nach Kräften fortzuführen. Dazu gehört auch der grenzüberschreitende Diskurs zwischen Kunst, Wissenschaft und Politik, den auch dieses Festival pflegt. Wir sind deshalb froh, dass wir daran mitwirken können und wünschen Foreign Affairs eine nachhaltige Resonanz. Und ich freue mich sehr jetzt auf den Vortrag von Professor Hans-Thies Lehmann und wünsche uns einen interessanten Abend. Dankeschön.